Hi und willkommen bei Work in Progress. Die Now Play This und ihr Mason vorbei und ich möchte euch ein bisschen erzählen, was alles passiert ist. Also fangen wir ganz vorne an. Ich bin nach London geflogen, zuerst zur Now Play This. Die ging ziemlich lang, die ging über eine Woche und ich war dann ungefähr 2 Tage lang da. Und es war sehr schön. Als ich am Anfang angekommen bin, habe ich mir erstmal das Haus angeschaut. Das war im Somerset House, das gehört, so wie ich das verstanden habe, dem Staat und wird halt generell für Kulturveranstaltungen verwendet. Ein älteres Gebäude, sieht sehr nobel aus und es gab unglaublich viele coole Spiele. Also zum Beispiel stand am Anfang eins, das hieß Desert Golf, das hat mir sehr gut gefallen, das ist nämlich generativ. Das macht eine generative 2D-Golffläche, auf der man dann eben spielt und es zählt den ganzen Tag über hoch, wie viele Schläge schon geschossen wurden und wie viele Löcher schon erzielt wurden. Und das ist super witzig und es geht halt, nachdem es generativ ist, geht es halt ewig weiter. Also nach jedem erfolgreichen Einlochen generiert sich halt das nächste Stück vom Level und man kann dann weiterspielen. Es gab ungebaute Casino-Automaten oder es gab von, ich glaube, die hießen Wii Throw Switches, gab es ein Spiel, das war so ein Milchglas-Plexiglas-Platte mit großen Button und unter dieser Platte haben Segmente aufgeleuchtet. Das war dann wie Simon Says, also man musste nachdrücken, was für ein Muster vorgegeben wurde und wer es schneller gemacht hat, also man konnte auf 2 Seiten stehen und wer das schneller gemacht hat, der hat gewonnen. Und oh, es gab noch so viel, es gab ein Nonsense-Karaoke, es gab ein Spiel, bei dem man als, wenn ich das richtig verstanden habe, als so eine Art Hirsch durch den Wald läuft und da den Wald erkundet. Und der Raum war auch so eingerichtet, dass überall ganz viele Pflanzen waren und man hat das mal so durch sich so ein bisschen durch so ein Pflanzendickicht geschlagen, bis man überhaupt spielen konnte. Frog Detective war da. Ethics war da, wo es darum geht. Ist auch eher so ein Kunstprojekt, wo man praktisch so große Würfel oder pyramidenförmige Objekte hat mit Klett und man die aneinander ran, also an sich selbst oder an seinen und an seinen Kumpel dran pappen kann und sowas. Das ist super witzig. Und oh Gott, was fällt mir noch alles ein? Ah, ein Trinkspiel, genau. Es gab ein Spiel mit einem großen Fass, wo man so zu Shanty-Musik im richtigen Takt entweder die Krüge aneinander stoßen musste oder abstellen musste. Und es gab ein Spiel, wo man, wo praktisch jeder Controller, wo nur ein Button funktioniert und man muss dann zu 4. oder zu 6. das Spiel spielen und jeder kann halt nur einen Button des Spiels steuern. Oder, was habe ich noch ausprobiert? Genau, man bekommt so eine Art Satz vorgegeben und muss dann das Gefühl dazu durch ein Emoji ausdrücken, aber man muss das Emoji selber mit Teilen zusammenstückeln. Und man hat nur ein bestimmtes Zeitlimit und danach kann man voten, wer das am besten gemacht hat. Das war super witzig. Also insgesamt sehr nette Veranstaltung, sehr schön. Wir waren abends alle zusammen noch im Pub bei einem Get-Together. Das war auch super nett, weil man einfach noch ein bisschen mit mehr Leuten schnacken konnte. Und am Tag drauf war die Panel-Discussion und mein kleiner Talk, der auch sehr gut angenommen wurde, finde ich zumindest. Und es war ziemlich cool. Bei der Panel-Discussion war noch jemand von Sockpop da. Das ist so ein Kollektiv, die finanzieren sich über Patreon und bringen dann, ich glaube, im 2-Wochen-Rhythmus Spiele raus, die man dann spielen kann. Das ist ziemlich abgefahren. Und Rubner, der Kollege, der da mit auf dem Panel saß zum Beispiel, hat eine Umgebung gebaut, in der man eben selber kleine Spiele machen kann. Und zwar ziemlich simpel kann man sich Regeln klicken und kann dann aber sehr schnell doch recht pfiffige Spiele bauen. Und der hat da einen super netten Talk gehalten in dieser Umgebung drin. Und also der ist leider nicht aufgezeichnet worden, aber das war super sehenswert. Ich weiß nicht, ob der vielleicht die Folien online hat. Auch auf der Now Play This war zum Beispiel Robin Baumgarten, den hätte ich gerade fast vergessen, ganz spannend. Der hat den Wobble Garden gebaut, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Das ist eine Installation aus hexagonalen Platinen, auf denen ist so eine Feder, so eine große, ziemlich große Feder angebracht. Die ist eigentlich, glaube ich, so eine Türstopperfeder. Und wenn man die anfasst, dann leuchten außenrum so ein LED-Ring, so ein RGB-LED-Ring. Und das ist halt auf so einem hexagonalen Brett. Da gibt es halt dann eben ganz viele von diesen Platinen mit der Feder. Und das heißt Wobble Garden, also diese Feder wobbelt halt. Und da läuft eigentlich so eine Quantensimulation drauf. Und für die Now Play This hat er ein anderes, praktisch ein kleines Spiel drauf geschrieben, dass man immer, auch ähnlich wie bei Simon
Nee, ich muss gerade überlegen. Doch, manche, naja, nicht wie bei Siren Says, aber manche haben aufgeleuchtet, die konnte man dann berühren und dann hat sich von da aus so ein Licht, so ein, ja, so eine Lichtwelle ausgebreitet. Und das war super cool. Ich wollte schon immer mal live ausprobieren. Das war echt cool, dass der da war. Ja, zur Glyphsprache-Ausstellung dort vielleicht mal noch. Es war voll cool, es war alles schon aufgebaut. Ich musste mich eigentlich um nichts kümmern. Ich habe noch für diese Exhibition-Seite ein bisschen Sachen angepasst, aber gar nicht so viel. Und es lief super, finde ich. Also wir hatten drei, also das waren Tische und auf der einen Seite waren drei Laptops, wo man die Glyphen zeichnen konnte. Auf der anderen Seite waren drei Laptops, wo man die Gedichte bauen konnte. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Der erste Tag war aber insofern aufregend, dass Leute schon schnell Sachen kaputt machen können. Ich habe zum Beispiel gesehen, wenn man Drag and Dropped, also man kann ja die Glyphen in diese Zeichenfläche rüberziehen, das funktioniert auch alles gut, nur kann es sein, dass man aus Versehen Sachen markiert auf der Seite. Und wenn man, also man könnte mit der Maus klicken und ein Rechteck aufziehen und zum Beispiel mehrere Glyphen markieren oder mehrere HTML-Elemente markieren und versuchen, die zu drag and droppen, was auch geht. Nur landet dann die ID von keiner Glyphe in dieser Zeichenfläche und dann hat man rechts in der Legende auf einmal ein undefined Element. Das ist natürlich uncool, das hat dann irgendwie den Server direkt abgeschossen. Das musste ich dann noch rausfiltern. Ich habe vor allem echt lange gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Ich habe es auf der Nowplan This noch nicht geschnallt, was da überhaupt passiert. Ich habe das erst auf der Maze später live gesehen bei jemand, was der tut, dass dieses Undefined-Objekt auftaucht. Am Anfang wusste ich es nicht, deswegen habe ich nur danach gefiltert. Wenn irgendwo mal Undefined vorkommt, dann wird das halt verworfen einfach. Oh Gott, kompliziert. Und es gab noch so ein paar komische Hiccups, dass manchmal dann manche Glyphen nicht gespeichert wurden irgendwie. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Das habe ich auch noch nicht ganz rausgekriegt, weil man ja, man hat halt auch wenig Zeit vor Ort irgendwie noch super zu debuggen. Aber ansonsten lief es sehr gut. Wir hatten, glaube ich, am Ende vom ersten Tag schon 500 Glyphen zusammen. Ich glaube, fast 1000 Gedichte. Also es kam super schnell super viel rein. Und die Now Play This ist halt auch sehr kinderfreundlich. Entsprechend sind auch viele kleine Kinder da. Und die haben natürlich schon die Tendenz, da viel Quatsch reinzumachen. Deswegen habe ich halt angefangen, ab und zu mal bestimmte Sachen auch wieder rauszulöschen. Also wenn es halt irgendwie, keine Ahnung. Ich kann ja nicht verhindern, dass Leute was reinschreiben zum Beispiel. Und wenn halt jemand unbedingt das Wort Poop speichern möchte, auch noch ausgeschrieben, dann passt das halt einfach null in dieses Glyphenkonzept und ist halt auch irgendwie nicht cool. Deswegen habe ich die dann halt oft abends, bin ich einmal kurz durchgegangen und habe geschaut, ob ganz komische dabei sind, habe die rausgelöscht. Genau. Das war die Now Play This. Und dann ging es weiter zu Amaze, das heißt nach ein paar Tagen, wir sind dann noch durch London durch, haben dann noch viele Sachen angeguckt. Genau, und nach ein paar Tagen ging es dann weiter nach Berlin, zu Amaze. Und die Amaze funktioniert ganz anders, ganz spannend. Die hat stattgefunden im SEZ, das ist so ein, war glaube ich mal so ein, ich sag mal, ein DDR-Sportprachtgebäude. Das war sicher mal total topmodern und jetzt ist es halt eher so ein Betonblock, würde ich sagen. Und es war unten ziemlich kalt und ich war am Aufbautag da und am Abend war praktisch Private View nennt man das so, glaube ich. Also die Eröffnung, wo alle Teilnehmenden irgendwie das sich selber das mal angucken können. Und der Aufbau war schon echt spannend. Also ich bin angekommen, habe mir dann jemand gesucht, mit dem, der mir irgendwie sagt, wo ich überhaupt hin muss, wo die Sachen aufgebaut werden müssen und sowas. Und die Amaze hat mir zwei Laptops gestellt und einen Beamer und große Monitore und Maus und Tastatur. Das war schon mal ziemlich gut. Genau. Nur hatte, ich glaube, die ganze Amaze das Problem, dass die Rechner ohne Windows kamen und das war nicht so der Plan. deswegen hat der ganze Nachmittag ging eigentlich nur damit drauf, die Rechner abzudaten. Das hat relativ lange gedauert. Und der Beamer, der sollte auf so eine Wand projizieren von einer Blockecke aus. Also die ganzen Spieleausstellungen waren an so Drahtgittern, an denen so ein Stück Holz war. Und diese Drahtgitter haben halt oft so Blöcke gebildet und oben von der Ecke wollte ich oder sollten wir runter projizieren auf die gegenüberliegende Wand. Es gibt aber keine Beamerständer. Also haben zwei nette Aufbauhelfer, die ich bekommen habe, das ist der Nils und der Italo, zum Italo später noch, oder vielleicht auch einfach gleich, der hat nämlich einen coolen Gaming-YouTube-Channel mit ein paar anderen, den solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Der heißt Nerdistan TV.
Link, Twitter, Twitch ist, glaube ich, spannend hier einblenden. Und genau, guck da mal rein. So, und wir haben zu dritt MacGyvert. Wir haben einen Beamerständer gebastelt aus Holzresten und ein paar Schrauben, die wir noch hatten. Und so ein, nicht Moosgummi, aber so ein Untersetzgummistück. Das hat sehr gut funktioniert. Der Beamer stand danach top, würde ich sagen. Genau. Genau, die Laptops mussten updaten. Und ich habe von der Now Play This dann noch eine E-Mail gekriegt. Die haben sich ein bisschen Sorgen gemacht. Und zwar, wie gesagt, die Now Play This ist ja sehr kinderfreundlich und die Amaze richtet sich halt schon, also sie ist keine Konferenz, aber sie richtet sich halt eigentlich eher an erwachsene Besucher, auch an andere Entwickler, die sich da halt auch austauschen möchten. Also einfach anderes Publikum. Und das Public View geht halt einher mit durchaus Alkoholkonsum und Party abends. Also die ganze Amaze hat immer einen Partyfloor gehabt abends. Dann haben sie sich eben in London ein bisschen Sorgen gemacht, dass da halt irgendwie auch irgendwie, ich sag mal, naja, halt Quatsch reingemalt wird und das dann aber am nächsten Früh die fünfjährigen Kinder sehen. So, deswegen musste ich einiges umbauen. Ich habe mir bessere Tools schnell zusammengehackt, mit denen ich die Glyphen und die Glyphen rauslöschen kann oder moderieren kann einfach. Die sollten trotzdem gleich erscheinen, finde ich. Weil wenn du was zeichnest und es erscheint auf dem anderen Screen nicht sofort, dann bist du irgendwie enttäuscht. Das habe ich Also das ging trotzdem durch, die habe ich im Nachhinein gelöscht, wenn sie komisch waren. Aber die fertigen Gedichte, die wurden nicht mehr sofort auf dem Beamer angezeigt. Die gingen bei mir dann durch so einen Moderationsschritt. Das heißt, ich habe dann immer alle paar Stunden oder abends mal alle durchgeguckt und die praktisch approved, die halt in Ordnung waren, die man anzeigen kann. Und so war es halt ganz nett, dass halt ja in zwei großen Städten die Installation stand. Es kamen dann halt natürlich deutlich mehr Sachen rein und halt super schöne Gedichte. Ich kann mir mal im Hintergrund vielleicht mal ein paar einblenden von den coolsten, die ich so rausgespeichert habe. Ich muss aber gestehen, dass ich so ein bisschen sauer auf die Menschheit war bei so einem Moment, weil an diesem Public View Abend kam halt dann tatsächlich ziemlich viel Quatsch rein und wahrscheinlich ist es auch einfach immer so. Also ich glaube, wenn du Leuten die Möglichkeit gibst, frei Sachen reinzuzeichnen und zu schreiben, dann ist halt immer einer dabei, der natürlich das System ausreizen will. Das ist ja auch irgendwie okay. Aber wenn du derjenige bist, der das moderieren muss, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Und ich glaube, wenn ich nochmal ein Projekt bauen würde, was in so eine Richtung geht, würde ich das vielleicht nicht mehr so offen machen. Bin mir aber auch nicht sicher, ob es so viel Spaß macht, wenn man es limitiert. Das ist echt eine schwierige Frage. Da habe ich mich auch mit vielen Leuten drüber unterhalten, wo man eine sinnvolle Grenze setzt oder ob man einfach damit einverstanden ist, dass Leute ganz viel Quatsch reinzeichnen können. Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Findet man so einen kreativen Mittelpunkt zwischen einem sehr limitierten System vielleicht oder einem limitierten System und einem sehr offenen System? Weil auch Limitierung kann ja wieder Kreativität erschaffen, weil man dann eben auch versucht, in dieser Limitierung, ich sag mal, Glitches oder Wege zu finden, um sich doch noch anders auszudrücken und so. Ich weiß es nicht, es ist wirklich schwierig. Aber ich glaube, sowas Moderationsintensives würde ich auf jeden Fall nicht nochmal bauen. Ja, wenn wir gerade schon bei so Glitches sind, Leute haben auch ziemlich schnell rausgefunden, man kann ja nicht rotieren, aber beim Skalieren kann man invers skalieren. Das heißt, ich ziehe halt die Skalierung einfach, ins Negative und auf einmal kann ich dann eine Glyphe halt doch rotieren, nämlich genau 180 Grad. Habe ich auch nicht dran gedacht. Funktioniert, haben auch ein paar Leute tatsächlich ausgenutzt. Auf der Amaze habe ich auch noch einen Talk gehalten, in etwas längeren Fassung. Ich habe einfach noch ein bisschen mehr über technische Sachen erzählt und ja, was wir uns da halt auch noch dabei gedacht haben. Was ich zum Beispiel im letzten Video auch nicht erklärt habe, ist, dass wir ConceptNet verwenden. Das ist ein WordNet, also eine Wortontologie, ein Ontologienetz. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Verknüpfungen von Wörtern. Und in dem kann ich eben einerseits suchen, um ähnliche Wörter zu finden oder semantisch passende Wörter zu finden. Das heißt, wenn ich nach Haus suche, dann kriege ich auch sowas zurück wie Dach oder Tür oder Fenster oder sowas. Und der Plan war eigentlich, dass ich auch überprüfen kann, um was für eine Wortart es sich handelt. Wenn ihr ans letzte Video zurückdenkt, wie Glyphsprache funktioniert, dann soll es ja eigentlich nur drei Arten von Wörtern geben. Und
ich dachte eigentlich auch, das funktioniert ganz gut, bis ich dann im Live-Betrieb festgestellt habe, dass WordNet auch ziemlich viele, ich sag mal, Quatschwörter beinhaltet, sowas wie LOL oder, keine Ahnung, eher so Slang-Wörter, die ich vielleicht gar nicht haben wollte. Aber gut, die sind jetzt halt auch drin. So ist es. Ich finde es nicht so super schlimm. Nachdem ich dann meinen Talk gehalten habe, haben mich natürlich auch Leute darauf angesprochen, wir haben über das Projekt geredet und ich hatte dann mehrfach das Problem, dass ich echt schlecht vorbereitet war, was so Business-Sachen angeht. Ich hatte keine Visitenkarten dabei, aber ich hatte ja die Käfersticker dabei. Deswegen habe ich dann angefangen, irgendwann in dieser Speaker-Area mich hinzusetzen, diese Käfersticker auszuschneiden, hinten meine Credentials, also irgendwie Twitter-Handle zumindest oder so drauf zu schreiben und die dann den Leuten geben zu können, weil da war halt auch am Abend noch so ein Get-Together, wo man halt auch mit Leuten quatscht, wo man Leuten vielleicht mal eine Visitenkarte geben will. Nächstes Mal bin ich besser vorbereitet, aber ich glaube, die Käfersticker sind da auch gut dafür geeignet, außer dass sie ein bisschen klein sind. Und ich glaube, der Beatlesbot hat auch ein paar Fans bekommen. Apropos Beatlesbot, da ging ein bisschen was weiter. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Video überhaupt mal erzählt habe, aber die T-Shirt-Bestellung bei meinem Beatlesbot war kaputt, weil Spreadshirt diesen Simplomat hieß der, glaube ich, also das, ich sag mal, Tool, was sie bereitstellen, um solche Sachen zu bauen, einfach deprecated haben und es aber auch nicht für wichtig befunden haben, irgendwie Leuten Bescheid zu sagen, zumindest nicht auf Wegen, die mich erreicht hätten, also vielleicht sowas wie E-Mail oder so. Da war halt einfach gar nichts. Und ich habe es dann zufällig festgestellt, dass das nicht geht, weil ich das jemandem zeigen wollte und dann tat sich halt nichts mehr, voll gut. Da habe ich versucht, das irgendwie selber neu zu basteln und nachzugucken. Leider ist bei Spreadshirt alles so ultra mies dokumentiert, dass nichts zusammengekommen ist. Aber ich habe einen Kumpel auf Twitter, der heißt da Mushu oder der Twitter-Handle ist Sicarius. Der kennt sich da echt gut aus und der hat jetzt ein Node-Package geschrieben, mit dem das einfach geht. Und es funktioniert mein T-Shirt-Generator wieder. Das heißt, wir machen mal schon einen neuen Käfer, der vielleicht nicht ganz schwarz ist. Können hier wieder, also ist jetzt nicht anders wie vorhin, man kann jetzt wieder so ein Design auswählen, dann dauert es wieder relativ lange, weil P5.js, mit dem ich das geschrieben habe, halt nicht serverseitig läuft, deswegen viel Hickhack, genau. Und jetzt sollte hoffentlich, gucken wir mal, das dauert jetzt ewig, ein T-Shirt mit eben diesem Bild geladen werden. T-Shirt ist da, Bild ist da, hervorragend. Genau, ihr seht schon, das ist jetzt auch ein bisschen so ein anderer, also irgendwie der neuere T-Shirt-Designer. Genau, uns hat auch schon jemand was drüber bestellt. Also funktioniert wieder voll gut. Und ich bin noch von jemand auf Twitter angesprochen worden, von Keksliebhaber1, ist glaube ich der Twitter-Handle, Eves. Und zwar möchte diese Person etwas bauen, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was es ist, eine Webseite, wo es Nutzerkonten gibt und diese Konten sollen halt, oder dieser Nutzer soll zuerst ein Identifikationsbild bekommen. Da würden sich die Käfer natürlich auch sehr gut anbieten. Es gibt ja auch so andere Dienste wie RoboHash oder Ident-Icon heißt das, glaube ich, oft, was bei WordPress standardmäßig drin ist. Bin mir nicht so sicher. Genau, aber die Käfer bieten sich ja gut an. Die sind ja sehr individuell. Deswegen gibt's jetzt den Dienst beetlehash.bleeptrack.de und danach kann man einfach irgendwas angeben. Zum Beispiel Bleeptrack. Und dann bekommt man den Bleeptrack-Käfer zurück oder ihr könnt da einfach den Namen eures Wunsches angeben und dann bekommt ihr das Käferbild, einfach nur direkt das Bild zurückgeliefert und vielleicht wollt ihr auch noch einen Hintergrund haben. Oh, ihr denkt, glaube ich, ich bin der letzte Depp, aber ich habe hier so eine nicht beschriftete Tastatur und ich komme nicht damit klar. So, vielleicht wollt ihr auch einen Hintergrund haben. Dann dauert es jetzt zum Beispiel länger, weil das Bild wurde noch nie aufgerufen. Okay, super schlechtes Beispiel, weil die Hauptfarbe ist super hell, deswegen sieht man hier fast nichts. Aber wir können, also mit BG Background 1 gibt es einen einfarbigen Hintergrund und mit 2 gibt es das Muster als Hintergrund. Dann dauert jetzt der erste Aufruf auch länger, genau. Danach liegt das Bild aber erstmal für eine gewisse Zeit auf meinem Server. Also das heißt, wenn ich es jetzt neu lade, ist es ganz schnell wieder da. Genau. Genau, also wenn ihr das irgendwo verwenden wollt, sehr gerne. Es ist aber super experimentell. Keine Garantie, dass das lange gut funktioniert. Ich bin gespannt. Die Idee finde ich super nett. Ich habe auch schon überlegt, also ich könnte jetzt halt selber ein WordPress-Plugin zum Beispiel machen, um die Käfer
Icons in die, für die Kommentare benutzen zu können. Aber ich will ja weg von WordPress, deswegen, ja, vielleicht auch nicht. Apropos WordPress oder eher nicht mehr WordPress, die Website ist jetzt endlich online. Es hat vier Monate gedauert, aber sie ist jetzt da. Und ich habe gefühlt nochmal alles über den Haufen geworfen und mich zurückbesonnen auf die Idee, dass ich ja eigentlich ein Portfolio möchte und keinen typischen Blog, sondern halt eher, naja, man soll schnell sehen, was ich halt an coolen Projekten gemacht habe. So. Deswegen sieht es jetzt aus wie folgt. Aktuelles Work-in-Progress-Video, kurzer Intro-Text und dann das Wichtigste, eine Auswahl an Projekten. Die kann ich praktisch einstellen. Das ist wie bei WordPress, heißt das glaube ich, pinnen, also man kann, oder oben halten oder so. Also man kann halt ausgewählte Artikel, naja, zur Startseite, zur Vorderseite bringen. Können hier mal in einen reinklicken. Dann gibt es hier immer die Box, wo, naja, spannende Links sind, wo es ausgestellt war, wo es mal erwähnt wurde oder wo es schriftlich erwähnt wurde, Bilder, Texte, bla bla bla. Genau. Und dann gibt es noch den Link hier, wo es dann praktisch zu so einer typischen Kategorieübersicht kommt, wo dann alle Sachen drin sind, die ich gemacht habe und halt nicht nur die ausgewählten. Und was mir gerade eben noch einfällt, ich habe da auch zum Beispiel die Scenes drin. Und ich glaube, die nehme ich da raus, weil die machen da wenig Sinn eigentlich in diesen typischen Projekten. Die könnte ich eher zu Talks und Publications machen und da eine eigene Scenes-Link-Liste, würde ich sagen. Das klingt echt sinnvoll. Genau. Den ganzen anderen Kram habe ich praktisch rausgeworfen. Oder in der Kategorie Tutorials versteckt. Das heißt, hier sind... Oh, da ist noch ein Bild kaputt, sehe ich gerade. Hier sind jetzt... im Endeffekt fast alle alten Videos drin, die halt irgendwie so anleitungsmäßig waren. Oder halt gerade so Programmierübungen, die sollen ja da bleiben. Das sind doch immer die Lösungen zu den Videos dabei, die sollen ja nicht verschwinden. Deswegen habe ich die jetzt da drin versteckt, da kommen ja vielleicht auch mal irgendwann wieder nette neue Sachen. Genau, aber das verstecke ich jetzt praktisch hinter Tutorials. Und es gibt noch die Schnipsel, die sind noch so, wie sie waren. Nur, dass ich sie vielleicht mal weiterzeichnen sollte. Genau. Ah, hier oben habe ich noch verändert, genau. Das war früher, ich stand da Next und Previous und jetzt linke ich einfach direkt auf die Jahreszahl. Das macht, glaube ich, viel mehr Sinn, würde ich sagen. Genau. Oh ja, genau. Das kann ich noch zeigen. Und zwar in diesen Artikeln sind diese Side-Sticker-Notes hier, die sind dynamisch. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich kann bei jedem Artikel sehr dynamisch festlegen, was da erscheinen soll, mit welchem Text. Das macht halt echt Sinn, weil zum Beispiel... Bei manchen gibt es überhaupt Code, der auf GitHub ist und es gibt einen Generator-Page, aber zum Beispiel bei sowas wie Glyphsprache, der ist halt einfach gar nichts, weil das Ding ist nicht öffentlich erreichbar für andere Leute. So, deswegen gibt es da aktuell keinen Link, der irgendwie weiterführt. Genau, es kam ganz kurz im Deutschlandradio vor, aber nur erwähnt. Ich bin auch interviewt worden, aber der O-Ton hat es nicht reingeschafft in den Ausschnitt. Aber der Glyphsprache als Projektname war drin. Ziemlich cool. Und es wird auch gerade überlegt, das noch woanders auszustellen. Mhm. Bin ich auch sehr gespannt, was da rauskommt. Eine gute Neuigkeit habe ich noch. Ich bin Doktorandin jetzt an der Uni. Voll gut. Und werde mich beschäftigen mit generativen Aspekten im Machine Learning. Das heißt, vielleicht habt ihr schon mal so Sachen gesehen von Nvidia. Die machen da ja auch ganz viel, wo Gesichter generiert werden und solche Sachen. Damit beschäftige ich mich mit diesem großen Themenfeld. Und ich würde das auch gerne in den Work-in-Progress-Videos immer so ein bisschen besprechen. Zumindest wenn da irgendwie mal ein schöner Schritt voran passiert ist. Ich weiß noch nicht, wie gut es funktioniert und wie viel man erzählen sollte, wenn zum Beispiel ein Paper noch nicht veröffentlicht wurde. Vielleicht kann ich auch mal einfach erzählen, wenn es angenommen wurde. Ich weiß es noch nicht. Ich werde das ausprobieren. Seid gespannt. Ja, und wie immer hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.